Auf zum Skikurs! Vorlage. Ach, wird schon gehen. Zweiter Sprung. So. Mal sehen. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht rauskriegten. Guck mal. Los. Huf. Bravo, Fräulein. Bravo. Wunderbar in der Luft. Wie war denn mein Stil? Warte, komm! Halt! Willst du mir aufstehen helfen? So rum dich hier! So rum, so! Ach, leicht gesagt! So rum? So rum, so rum! Nur rüber über den Kopf! Ach. Das machen sie aber ulkig, Fräulein! Komm, sei Kavalier! Warten, so können sie jetzt auf die Beine kommen! Du bist ja der reinste Skilehrer! Dankeschön. Tätchen, die sinken ja gar nicht ein. Ich glaube, die haben Bootsplanken unter die Füße. Aha, du, das ist eine großartige Erfindung. Tja. Gib mir mal einen Langriemen her, aber schnell. Ich muss schauen, dass meine Skilehrer treiben. Guten Tag. Guten Tag. Tag.
Wir wollten bloß mal eben fragen, was? Ob Sie nicht vielleicht doch, na sag du doch mal, Mensch, ob Sie nicht wohl eben Arbeit für uns hätten. Ihr seid wohl Zimmerleut aus Hamburg. Kick, der kennt uns ja schon. Johannes ist nebenbei mit der Karten, den Ski gut haben. Ja, konnten dir Ski laufen? Ja, fischen schon. Ja, ich bin ja Springerin. Nächstes Jahr schon die Konkurrenzen mitmachen. Da gehen Sie zum Skilehrer Matt. Der Kurs für die Vorgeschrittenen. Oh, fein. Dankeschön, auf Wiedersehen. Geht da nebenan in den Skiraum. Da könnte Ski wachsen. Kick mal, Fitsche. Die kriegen auch eine Bügelfalte. Genial. Ihr seid aber gescheit. Es gibt das nicht, wie Gull und Klüten und Lütten kömmt dort her. Herr und Jung und Mull und lang mal feste Tau. Tsching, bumm. Tja, die haben's aber eilig, ne? Um Gottes Willen, was macht ihr denn da mit meinen Skiern? Das sind doch keine Unterhosen. Sie werden staunen, meine Dame, die laufen dann 80 Seemeilen gegen Wind. Ein Schilling, meine Dame. Oh, und ich ein Schilling 20. Einen Moment. Dankeschön, auf Wiedersehen. Schmucke deren, hm? Weiter, jetzt Knie vor. Vorlage, so ist gut. So, nächster bitte. So, schneller. Tag. Guten Tag. Ist hier der Kurs für Fortgeschrittene? Ja. So, soll mich hier anmelden? So, haben Sie Schlicht. Hier ist meine Kurskarte. Kennen Sie überhaupt Skilaufen? Ja, ja. Bin schon gesprungen. 21 Meter. Wie viel? 21 Meter. Fragen Sie nur die Jungs. Gut, machen Sie mal Stemm-Christiania vor. Stemm-Christiania? Stemm-Christiania? Ja, ja, stimmt, Christian, ja. Aha, Springerin. Die hat so glatt gewagt, blöder Hamburger. Quatsch. Die Technik, die hier gefahren wird. Oh, that's for me. Das soll das Allerneueste sein. In mir gehen. Aus den Ollenschmecker hat schon meine Großmutter Skilaufen gelernt.
Es kostet ein Schilling, das zwei. Hier. Den Rest lasse ich Ihnen überweisen. Also, los, Fräulein. Oder wollen Sie übernachten da oben? Augenblick. Servus, Matt. Na, wie stellt sie sich denn an, die Neue dort oben? Also, so ein Mädel möchte ich jeden Tag haben. Achtung! Ich komme! Pass gut auf, ich mach! Meter. Sie müssen mir auch immer gerade im Weg stehen. Ja, natürlich. Schade. Jetzt hätte ich beinahe gestanden. Ja, schade. Kommen Sie, Fräulein. Ich will Ihnen einmal Privatkurs geben. Da lernen Sie mehr als bei dem da. Oh, fein. Na, du, mit deinem Privatkurs natürlich wieder. Durch dieses Hochheben des Beines erreicht man eine ganz besonders graziöse Art des Christiania-Schwunges. Voll dem Maul. Da steht es ganz anders in. Pass auf. Das Anstemmen dient zur Erleichterung des Christiania-Schwunges. Ach, Quatsch doch nicht. Nein, nur lass mich aber aus dem Fenster, du mit deiner ollen neumodischen Methode. Pass mal auf, das gute Alte ist es doch bescheid. Ich warne das mal gut an. Ja, nur zeig mal, was du kannst. Kick, so ist die Stellung. Ich bin unanexplein. Na, nur zeig mal deine Grazien. Na, bitte. Bei mir steht schon das ganz anders in. Aber nun, mach mal. Mal los. Allerneueste Möglichkeiten. So was habe ich noch nie erlebt. Wie so ein besoffener Maike. Deine langen Pedale wieder zusammen hast. Pass mal, tritt. Eins, zwei. Den Füßchen klapp, klapp, klapp. Mit den Händchen trapp, trapp, trapp. Einmal hin, einmal her. Gretenschritt ist gar nicht schwer. So, kommen Sie einmal her, Fräulein. Können Sie schon wenden mit den Dingern da? Ja, ja. Gut, zeigen Sie es einmal. So. Ha, so stellen Sie sich das vor. Nein, nein, natürlich, so rum geht's ja. Geben Sie Acht, jetzt werde ich es Ihnen einmal zeigen. Ach. So macht man das. Zuerst festen Stand treten, den Stock hier vorne einsetzen, ja. Den hier rückwärts hinter die Ski, damit man hier Platz hat. Das hier ist der Standbein. Da muss das ganze Körpergewicht drauf liegen. Jetzt hochheben, herumlegen. Das ist die berühmte Zwangsstelle. Fein. Jetzt den anderen Ski nachholen und das Kunststück ist fertig. Machen Sie mal nach. Ganz einfach. Wenn wir gleich haben. Hoch, höher, hoch. So. Jetzt herumlegen. So. Das gibt ja auch eine Zwangsstellung. Schauen Sie mal, wie Sie aus der Wurstlerei wieder herauskommen. Oh wei. Ach, die dummen Bretter, die sind immer viel zu lang. Die bringe ich immer durcheinander. Erst die Ski quer zum Hang. Warten Sie nur. Aufstehen, das habe ich schon gelernt. So quer. Beim Doppelsprung, beim Sprungregel. Da bin ich auch hingefallen. Du, pass auf. Jetzt kommt's wenden. So? Nee. So? Nee. So rum. Wie kommen Sie hier? So. So. Na Mensch, da bin ich so ganz verdüdert. Aha. So. Nee. So. 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 Nee. Andersrum. Aha. So. Na bitte. Lauter neue Möglichkeiten. Hoch das Bein. Hoch. Ja, gut. Hoch. Halt, halt. Wo holen Sie denn hin? Ja, so geht's nicht. Erst die Schiene nach unten. Rüber den Kopf. Los. Hilfe. Gut. Na, komm, Kind. Wissen Sie, der Schnee ist hier so schief gefallen. Achtung, ein Loch.
ist ja alles Schied. Schiedkram. Also, tief in die Hocke. Schauen! Knieweich! Los! Das ist ja ganz einfach. Nicht so steif wie der Stock im Krautsalat. Ganz leicht. Hände hinunter! Hinunter! Weich in die Knie! Weich! Oh, weich! Halt! 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 Tiefer hinunter. Wann? Ganz wenn tief. Wir gleich haben. So. Nein, nicht so steif. So? Weicher in die Knien. Wie? Tief hinunter. Passt ja auf. So. Knie nach vorne drücken. Fest nach vorne drücken. So, ja. Ganz tief hinunter, dass man beinahe auf die Ski zu sitzen kommt. Ganz tief. So. Autsch. Na, so ist es nicht gedacht, Meidle. Da müsst ihr schon ein bisschen Geduld haben. So einfach ist die Geschichte doch nicht. Hallo. Hier gehst du vor Anker. Hier, nun mal los. Mensch, Fiege, du blamierst doch die ganze Innung. Ach, was ein Manöver. Nee, lass es mal sein. Du lernst es doch nie, das mit der weißen Kunst. A tschüss. Anstimmen, Stimmbogen, Gewicht nach außen, Ski flach halten, so, jetzt nachkommen, rausstimmen, rausstimmen, schneller fahren, schneller, so, flach halten die Ski, gut so, ausgezeichnet, bravo, sehr gut. Na also, kann ich jetzt Ski fahren? Na, für heute langt's ja, gehen wir heim. Tätsche, kick, da ist er wieder. Steigen wir nach. Also, auf Wiederschauen. Morgen stimmt Christiania. Stimmt Christiania. Ja, lass deinem Kursleiter ruhig auch mal ein nettes Mädel. Das nächste Mal dann. Na, hat's ihm denn gefallen im Privatkurs? Oh ja, beim Hannes kann man ganz gut stimmt Christiania lernen. Oh, das ist ja recht, wie Sie meinen. Morgen findet das große Skirennen statt. Schuss, bumm. Für Anfänger jeder Art und jedes Alters. Anmeldung und Empfang der Startnummer bei Hannes Schuler. Du Fräulein, da kannst du auch mitmachen. Meinst wirklich? Kann ich schon genug?
Ja, ja. Pass mal auf. Was du nicht alles kannst. Was machst du denn da? Wackte deine Ski mit Steigwerk. Weißt, da kann man steil bergauf gehen. Was ist abwärts läuft, auch fein. Damit können wir alle im Aufstieg überholen. Meinst du? Sind meine Skier schon gewachst? Ach Gott, wenn nur meine Skier richtig laufen. Wo sind sie denn? Da wird sie schon abhängen, halt. Einen wunderbaren Pulverschnee hat es. Mit anständigem Wachs? Da Paraffin bitte nehmen. Das ist das einzig Richtige zum Bergaufgehen. Mensch, Fietsche. Das ist ja wieder das Allerneueste.
Das ist aber nett, dass Sie dieses Jahr wiederkommen. Ist der Rudelmatt wieder da? Aber natürlich. Los, Hannes. Und ich sag, das Mädel wird nie Skilaufen lernen. Dazu reizt die Klappe zu weit auf. Wer reizt? 18. Naja, sie war auch deine Schülerin. Hätte sie schon gescheiter bei mir gelassen. Glaubst du, könntest ein Mädel mehr beibringen als ich? 20. Na, im Skilaufen schon. 22. Übrigens, weiß schon, letzten Winter soll sie am Palais und Mont Blanc gewesen sein. Ja, natürlich. In 40 Meter soll sie aufgesprungen sein, nicht? Von wem sprecht ihr denn eigentlich? Passe. Immer von derselben. Ist ja schon langweilig. Glaube, was ihr doch drum. Was dir nicht einbildet, das war gar nicht auf. Servus, meine Herren Skilehrer. Ja, hallo, Leni. Hier ist das Streitobjekt. Hurra, Leni. Morgen musst du gleich die große Fuchsjagd mitmachen. Eine Fuchsjagd? Ja, eine große Fuchsjagd ja, auf Ski. Ja, können wir Ski laufen. Ja, du, ich glaube, da haben wir mal schwache Aussichten. Tja, wenn du, Mann, wie so ein oller Frachtdampfer dahinterher schipperst. Also, passt auf, Kinder. Das Ziel für Hannes und mich ist mein Zimmer im Waldhäuschen. Wenn wir es erreichen, sind wir entkommen. Im Zimmer oder vor dem Zimmer? Selbstverständlich. Selbstverständlich, im Zimmer. Ja, im Zimmer. Abgemacht, im Zimmer. Bereits? Ich natürlich. Mensch, Fietsche, das nette Fräulein müssen wir fangen. Oh, genial. Oh, Donnerkiel. Guck mal, das ist aber das Allerneueste. Kanten aus Stahl. Die müssen so flitzen wie Nurmi auf Eisenbahnschienen. Oh, genial. Mensch. Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Oh, das werden wir gleich haben. So. Nun sollst du mal sehen, was die Dinger jetzt für eine Spur hinterlassen. So, nun wollen wir uns den Effekt mal bekriegen. Das ist doch genial. Hier, die Spur kannst du durchs Bordel nicht mal verlieren. Du, damit kriegen wir sie. Halt, halt, der hat andersrum gestanden. So, ja. Fein, das war meine Idee. Aber Diskretion, Ehrensache, ne? Frau Leni, sind Sie fertig? In 5 Minuten geht der Zug nach Stuben. Jetzt geht's los. Morgen. Morgen. Wo ist denn der Matt? Oh, der ist noch bei seinem Mädel. Netter Junge, was? Netter Kerl, gell? Meinst du, ob ich kriegen will? Ja, pass nur auf, zum Schluss kriegen wir noch die beiden Hamburger. Oh, da ist ja kein Schlüssel. Knochen nummeriert. Silenzium! Silenzium! Also wer dem Fuchs oder dem die Mütze aufreißt, hat ihn gefangen und ist Sieger. Sie bekommen eine Viertelstunde Vorsprung und müssen bis spätestens 5 Uhr gefangen sein.
Die werde ich mir dann schon holen. Weil? Lang werden sie die nicht haben. Da, Hannes, die Markierungszettel. Also alle 500 Meter die Spur bezeichnen. Wird gemacht. Heil, wieder schauen. Silenzium, Silenzium, anhalten jetzt. Achtung, es geht los. 1, 2, 3, los. Schau da unten, da üben wir noch eine Viertelstunde. Kinder, kommt alle her, die üben noch eine Viertelstunde. Eine alte Spur dort, an der werden wir es jetzt an der Nase herumführen. Nein, da können Sie uns lange suchen. Gib acht, Gretenschritt. Aber bergab, an der Spur werden Sie bestimmt alle vorbeilaufen, weil Sie denken, Sie kämen von unten herauf. Oh, hi. So. Der Gipfel dort oben, da gehen wir jetzt auf und hinten runter ins andere Tal. Oh, fein. Hallo, die Hamburger haben mich.
Sagte Fitsche, ich muss mich erst mal ein bisschen orientieren. Oh, da schaukst du, Weiß und Losung. Ah, wie kommen denn ihr daher? Wo kommt denn ihr daher? Das ist ein Schwindel dahinter. Das kann nicht mitrechnen, wie ihr zu. Wir am Morgen, wir können im Ski laufen. Nein, das glaube ich nicht. Daher und dorthin fahren wir. Dahin und daher. Ach komm, Fitsche, komm. Schierig. Geh mal los, lass mal. Schierig, schneller. Komm, schnell auf. Hierher, schneller. Schnell, schnell. Lass mal, komm. Ach, geh mal los, die Wärme spricht. Sind sie doch gar nicht. Du, ich glaube, die haben sich doch eingebuddelt. Hier ist nichts. Was macht ihr denn da?
Sucht Ostereier. Also da sind Sie doch reingekommen. Ihr seid so verrückt geworden. Also bitte, da geht die Spur rein und da geht keine mehr raus. Zwei Glas Milch. Ja, gern. Nein, ich trinke Chianti. Ja, sag gescheiter. Ja, kann's ja recht sein. Lieber Herr Wirt. Leni, nun wird's allmählich Zeit. Wiedergefunden haben. Die müssen ja erst angeln gehen. Mensch, sei doch ruhig. Die sitzen schon da drin, die hören uns doch. Leni, behauf, behauf. Sie kommen. Komm, fein. Komm schnell, komm. Wo, wo, wo? Komm doch, du Schneeganserl. Ich komme schon. Vergiss dein Mütz nicht. Ich komme sofort, einen Moment. Du bist ganz närrisch, das Glas weg. Kick, die Zettel. Na bitte. Oh, genial. Schnell, schnell, dort drauf. Du hast
sie ganz gestohlen. Wieder her. Wieder her. So. Was ist denn nun los? Du kick mich so dämlich, du hilf mich doch. Wie soll ich denn da rauskommen mit den langen Brettern an die Füße? Dämlich, dammlicher, Schiedkram, verdammter, tündüdelarmiger, Auskram, verdreiter. Halt, 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 meine Skier, meine Skier. Was ist denn? Gib mir meine Skier hin. Was ist denn? Halt, halt, halt. Thank you.
abgeschlossen. Mm-hmm.